Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen mit den mächtigen Hunnen und in der Not, die uns mittlerweile ja schon fast übermannt hat, kommt ein Mann, unser Seitenerbe Attila, und stellt sich an die Spitze unserer Armee, nachdem wir im letzten Teil zweimal von den Römern geraped wurden. Das ist echt eine unglaubliche Frechheit. Aber gut, ich sollte jetzt aufhören, hier weiter zu heulen. Also wir haben diese Armee ja fast vernichtet. Und ich weiß nicht, die andere Armee, weiß ich nicht, was wir mit der genau angestellt haben. Auf jeden Fall sehe ich sie gerade nicht. Ach, guck mal, da ist auch ein weiterer Spion. Und gegen den kann ich nichts machen, gegen den Streiter. Weil die KI seit geraumer Zeit hingeht und meine Helden killt. Macht sie schon seit einiger Zeit. Gegen dich kann ich nichts unternehmen, weil du ein Admiral bist, okay. Aber wir haben immerhin zwei ziemlich gute Armeen noch, die durchaus kämpfen können. Ich würde außerdem nach Möglichkeit, wenn mein anderer General wieder heile ist, den sehe ich jetzt nicht hier, die sind gerade außer Gefecht, ne? Ah ne, Das waren alles kritisch gescheiterte Attentatsversuche. Wir müssen mal gerade hier gucken. Wir sind bei 57, das geht auf die positiv auf Loyalität und Integrität, ne? Das ist ja schon ganz gut. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Ach hier, du bist verwundet, ne? Wie lange? Zeig ich mal gerade. Seestadt hier irgendwo. Der Typ, der Römer mag. Der mag die jetzt auf jeden Fall noch viel lieber. Das sage ich dir direkt. 48 Jahre alt. Aber gut, das, die ganzen Trades, die können wir uns schenken. Das ist, nee, ich sehe nicht, wann der wiederkommt. Ich sehe nur momentan, dass er verletzt ist, ne? Und es ist halt wichtig, wenn wir eine weitere Armee aufstellen wollen. Ach, guck mal, unsere Gebäude sind beschädigt. Ist das nicht schön? Okay, wir werden ein bisschen umdisponieren. Dann geh du doch mal bitte hier hin. Und greif mal hier diese römische Armee an. Der wird flüchten, ich weiß es, aber trotzdem. Ne? Kommt uns bekannt vor, oder? In welcher Provinz stehst du jetzt? Er steht, glaube ich. Er hat noch einen Mikrometer Bewegungsreichweite. Ist mir egal, ob ihr müde seid. Ja, ist mir auch. Ist offenbar auch egal, ob du in den Gewaltmarsch gehst, weil du kriegst keine zusätzliche Bewegung. Ausrücken! Dann lauf hier hin. So, die Truppen sind beide geflüchtet. Wir holen uns. Wobei, warte mal gerade. Nahkampf. Nimm die Kavallerie auf jeden Fall mal mit. Ja, komm, für 50 Kröten gibst du ihm noch eine bessere Bewaffnung mit. Das ist nur Infanterie. Da ist auch noch eine Kavallerie dabei. Wir nehmen die Fernkämpfer noch mit. Erster Angriff. Ach so, ja, da können wir die Waffen auch noch aufwerten. Na je. Komm, für den Huni. Wir haben die Kohle. Junge, ey. Das war halt der letzte Part, ey. Ich sag's euch. Der hat's so in sich gehabt. Leck mich fett. Der war einfach nur mega krass. Aber gut, wir sind dabei, Ostrom jetzt den Garaus zu machen. Aufstellung starten, bitte. Ne, da brauchen wir hier nichts. Wir starten das Gefecht. Kampfbereit und willig! Wir wartet an den Feind, die Ring in unsere Hände gespielt. Das Glück steht an unserer Seite. Ich wusste gar nicht, dass Attila sich auch so einen abstammelt wie diese komischen anderen russischen Synchronsprecher. Ich glaube, es sind russische Synchronsprecher. Ah, da hinten ist er. Wie lauten eure Befehle? Rückt vor, Reiter!
Okay, dann werden wir erstmal in Position gehen. Das ist eigentlich schon fast eine ganz klassische Aufstellung aus Rome 1, ne? Berittene Bogenschützen! Erwischt! Oh ja, bitte hier, löst mal die Gruppe auf. Lanzenträger! Du musst noch kommen hier. Da kommen wir bei. Ihr Verfluchten! Vorwärts, weiter! Wir stechen ihnen mitten ins Herz! Jetzt! Feuer! Vorwärts! Weiter! Eine Einheit ist die Munition ausgegangen und sie kann nicht mehr schießen! Ja, dir. Und du bist jetzt auf dem Nahkampf, leider. Aber das macht nichts, das ist meine Söldnereinheit, die brauche ich nicht so dringend. Ich muss hier eigentlich nur dafür sorgen, dass niemand entkommt. Ne? Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Das kann man allerdings so festhalten, wie ich finde, ja. Sturmesführer! Sturmesführer! Die Krieger wollen Blut! Bewegung! Brennt ihr verflucht, bewegt euch! Er singt, oder nee, nicht er singt, er sagt wahrscheinlich komische Krieger. Nicht hunnische Krieger. Ein bisschen Micron und dann ist das schon gut, ne? Feind greift unseren General an! What? Unser General greift den Feind an, meinst du wohl, ne? Also, ich zoome mal ein bisschen näher ran, aber das ist halt immer sehr unspektakulär, ne? Wir sehen jetzt hier, wie alle flüchten. Das war's halt auch eigentlich schon wieder mit dieser Truppe da. Bitte auf ihn. Berittene Bogenschützen! Oder einmal angreifen. Eine unserer Einheiten kann nicht mehr schießen! Ja, und deswegen rennt sie jetzt blind auf den General drauf los. Kampfbereit! Der ist schnell, ne? Für eine schwere Kavallerie ist der ganz schön schnell. Schießt! Gut! Bereit! Stammesführer!
paar Treffer sind schon dabei, ne? Berittene Bogenschütze! Ein glorreicher Sieg wird bald schon euer sein! Gut. Ja, total glorreich. Also überlebt hat er definitiv nichts, ne? Ich will halt noch den General erwischen. Wie es so schön heißt, da kam jetzt gar keine Nachricht. Der zählt trotzdem nur als einer, ne? Okay, Gefecht beenden, bitte. Ja, komm. Wir verstärken die Truppen. Werder zum Kampf! Attila hat eine Erfahrung gekriegt. Yeah. Persönlicher Einfluss? Ach, ich weiß gar nicht. Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte. -3% Erfolgswahrscheinlichkeit feindlicher Agenten, ne, ich weiß nicht. Nahkampfschaden für Kavallerie, wir machen Geschossschaden, 5% mehr. Super öffentliche Ordnung hier. Yeah. Moral für die eine des Kommandanten. Moral gegen Römer. Her damit. Hingabe, Geschossangriffsrate. Und wir machen Autorität und Geschwindigkeit im Gefecht oder Nahrung und Munition. Ne, wir machen die Bewegungsreichweite und den Nahkampfangriff. Die Bewegungsreichweite ist ja eigentlich das Wichtigste. Okay, so, du kriegst auch noch ein Upgrade. Verbesserte Waffen für dich. Die nächste Schlacht. Auch er kann sich nicht mehr zurückziehen. Die Einheit sehe ich nicht. Krass, die ist unsichtbar. Oh nein, das sind... wie heißen sie noch? Arcana sind das. Das sind Arcana. Ah nee, es ist doch eine Kavallerieeinheit. Alles klar. Ich dachte schon, oh nein, das sind Arcana. Der Typ sieht aber nicht so römisch aus, wie ich finde. Egal. Ja, Gefecht starten bitte. Deutlich mehr Kavallerie jetzt mittlerweile. Ihr werdet ja den einzelnen meiner Befehle befolgen. Ihr werdet meinen Anweisungen folgen. Ich toleriere niemanden, der Befehle missachtet oder den Kampf scheut. Wir sind Krieger, wir sind Sieger. Habt ihr das verstanden? Yeah, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Es klang gerade wirklich vom Geschrei her, klang das so ein bisschen wie Kindergeburtstag irgendwie, ne? Rückt aus, Krieger! Edward! Rückt aus, Krieger! Vorwärts! Das Doofe ist, jetzt habe ich ja Fußsoldaten dabei. Damit habe ich prinzipiell anfällige Einheiten in der Armee gegen Einheiten, die gegenüber seiner Kavallerie anfällig sind. Wobei die gut dezimiert sind. Das heißt, wir machen erstmal den regulären Versuch mit unserer Kavallerie. Und kümmern uns erst gleich um seine Infanterieeinheiten. Genau, die bitte auch. Okay. Wie viele Einheiten sind es? 3. Gut.
Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Ja, aber für wie lange, stellt sich als Frage hier. Sie versuchen, unseren General zu töten. Verteidigt ihn! Hier rüber, bitte. Wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr nice. Bogenschütze! Söldner der abtrünnigen Wüstenlegionäre. Ja, gesagt, Starthubschrauber? Nein, ne? Der feindliche General ist gefallen! Oh, krass. Ein glorreicher Sieg wird bald schon euer sein. Man sieht halt einfach wieder die Grenzen der Fußtruppen bei so einer Hundenarmee, ne? Der Rest oder die Schlacht ist häufig doch schon gelaufen, bevor die überhaupt zum Einsatz kommen, ne? Oder bevor sie so wirklich zum Einsatz kommen. Ich meine, sie sind natürlich gegen Ende so einer Schlacht. Ist es nicht verkehrt, nur so ein paar Truppen mit richtig viel Munition zu haben? Das gefällt mir, aber sinnvoller natürlich mehr Truppen mit Fernkampfangriff zu haben. Die machen auch einfach mehr Kills. Ne? Die sind halt so mobil. Da geht einfach mehr für uns. Bewegt euch! Ich nehme auch hier nochmal die Verstärkung. Ich sende mich nach einem Kampf! Und werde hier die Truppen verstärken. So, ich überlege gerade, ich will hier noch nichts auflösen, aber ich muss erstmal Gebäude reparieren, ne? 4000? Halt die Fresse. Okay, ich repariere dich nicht. Die würde ich dann schon reparieren, ne? Wobei, wir haben das Geld, ne? Das sind Einnahmen in der Höhe von einer Runde, ne? Rekrutierung der Einheit nicht möglich. Das kann ich jetzt aber nicht genau sehen. Ob die Rekrutierung wirklich unmöglich ist oder ob ich sie... Ja, ich kann sie nämlich doch rekrutieren. Oh, aber nur mit einer Erfahrung. Oh, wow, 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 wow. Ich brauche allerdings jetzt auf die Schnelle ein paar Truppen. Ich muss sonst diese Armee von Attila weiter aufstocken mit anderen Einheiten. Seid ihr bereit, euren Dienst zu tun? Ich sehe übrigens hier gar nicht, wie hoch meine Rekrutierungskapazität ist. Ist das beabsichtigt? Oder sieht man das normalerweise nicht und ich irre mich gerade? Das kann auch sein. Gepriesen sei Kuar, wie kann ich euch helfen? Bereit zum Kampf! Stimmt, du kannst dich auf jeden Fall bewegen. Ausrücken! Okay, ich brauche 8 Bevölkerung. Die Straße gleitet fort und fort. Ich rücke aus.
Minuten gibt es nichts weiteres? Doch, bestimmt, aber ich kann momentan nichts weiteres mit dir machen. Das ist eher das Problem, ne? Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ah, Erfolg. Welch seltenes Ereignis. Bereit für den Einsatz. Du hast ein Wachstum, du hast auch ein Wachstum. Und du hast drei, okay. Die Lugia sind vernichtet. Armeebedrängen ist gescheitert. Ein willkommenes Scheitern bei der Armee fehlleiten. Ein kritischer Erfolg bei einer anderen Armee, die fehlgeleitet wurde. Wunderbar. Ihr seht, hier versammelt sich die Crème de la Crème an Einheiten, die ich hasse. Was wollt ihr? Boah, du kannst nicht an der Stadt vorbei. Bereit für den Einsatz! Wenn das nicht einfach mal scheiße ist. Krieger! Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen! Ich belagere die Stadt erstmal. Gepriesen sei Kua. Super, die kommen dann auch genau dahin, sodass ich nichts mit denen machen kann. Die Straße gleitet fort und fort. Deine Mutter gleitet fort und fort. Unrum. Ja. So, als erstes muss ich versuchen, den Burschen hier auszuschalten. Okay, mit 40%. Bringt den Korbriesen. Willkommenes Scheitern. Hat er gerade gesagt, bringt den Korbriesen? Was soll denn das heißen? Wie kann ich euch helfen? Die Götter fordern Blut. Ein Erfolg. Bereit zum Kampf! Das ist die Attila-Armee, ne? Ich quicksave mal. Oder ich sag's jetzt nochmal, ich quicksave mal. Bewegt euch! Tötet sie! Sie sollen niederkauern! Den Stamm! Tengri leitet meine Schritte. Bleib mal da stehen. Wir werden diese Siedlung für den Stamm ein. Wie kann ich euch helfen? Sie sollen niederkauern. Wir belagern ihre Hütten. Die Siedlung wird belagert. Für die Götter. Ich sehe jetzt die Grenze hier nicht mehr. Bereit für den Einsatz. Ich kann mir direkt sagen, dass du noch ein bisschen weiter nördlich musst. Für die Götter. Ich glaube, es ist nördlich genug. Es geht los. Ohne mir da jetzt hundertprozentig sicher zu sein. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Gepriesen sei der Koala. Wie kann ich dir helfen? Nee. Wie kann ich euch dienlich sein? Wie kann ich euch... Kannst alle platt machen. Das wäre ziemlich dienlich. Sie werden sich uns anschließen. Ergebnis Erfolg. Okay, also ich habe ihn lahmgelegt, ne? Das ist es quasi. Krieger! Was wollt ihr? Bereit für den Einsatz! Ja, und unsere Agenten kriege ich nie bis dahin, ne?
zwischen das Messer im Dunkeln. Und wenn ich das so mache... Schön, ich konnte die Armee fehlleiten in Thessaloniki. Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Regionen die da oben noch haben. Wir können es mal versuchen, ob wir es über den Diplomatie-Modus sehen. 6 Regionen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann wahrscheinlich noch eine 6. So. Armeefehlleiten. Erfolg. Ein Schwertschmied kommt. Ja, da kann irgendwie der Seitenanführer gekillt werden oder so. Oder? Geschickter Handwerker wurde von unseren Vorreitern gefangen genommen. Achso, nee. Ihn versklaven. Wir versklaven ihn mal. Ja. Ach, guck mal da. Und die Italier sind jetzt bei uns. So ist das also. In den Kampf! Wir belagern ihre Hütte. Wenn man das immer automatisch. Bereit zum Kampf. Weg mit dir. Ja. Ach krass, das sind ja alles, das sind ja alles Spione. Leck mich fett. Ich sehne mich nach einem Kampf! Für die Ghetto! Ja, hier ist die Grenze. Ich würde gerne noch wissen, von wann das abhängig ist, wann man jetzt wo die Grenze sieht und wann nicht. Und manchmal sieht man sie, manchmal sieht man sie nicht. Für die Ghetto! Erstmal Attentäten. Kritischer Erfolg. Gut, der ist also komplett weg. Ich muss es versuchen mit ihm. Kritisch gescheitert. Das heißt, er hat sich also verletzt. ...66% bei dir. Ich muss euch etwas sagen. Kritischer Erfolg, wir haben einen Spion mehr bekommen. Ziemlich geil. Ja. Nee, Moment, warte mal. Ja, ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal, wie ich ihn weiter skille. Setzt euch und teilt mein Feuer! Ich muss euch etwas sagen. Wie kann ich euch helfen? Für sie ist es vorbei. Die Macht der Götter fließt durch mich. Das ist ekelhaft, aber von mir aus. Ihr Blut wird unseren Boden nähren. Kritischer Erfolg, auch der Typ ist hinüber. Schön. Stopp. Gut. Wir versuchen noch ein bisschen was an Aktionen durchzuführen. Auch das hat geklappt. Wie kann ich euch helfen? Sehr cool. Attila. Ausrücken! Bedeckt euch! Ja, lauf dahin. Setzt euch und teilt mein Feuer. Da kommt bestimmt gleich eine Fullstack-Armee angeschissen, muss ich mir jetzt auch immer. Ja. Löst mir die mal auf. Lagerstellung.
Hervorragende Eroberungskraft. Das ist nicht verkehrt, weil hier fehlt mir eine Einheit, die das vorher machen konnte. Kommt, kämpft für uns. Deswegen zwei neue von dir. Bereit zum Kampf. Na, sind nochmal hier zwei. Zwei neue berittene Bogenschützen. Ich scheue mich noch etwas davor, das Ding hier auszubauen. Adelskataphrakte der Steppe, aha. Kann ich gar nicht erforschen, ne? Ich kann momentan hier hingehen. Berittene Adelsbogenschützen, okay. Steppenbogenschützen mit Schild. Bogenschützen der Uar. Interessant. Wie viel Nahrung hast du? 115. Da je kommt. Wir müssen es ja irgendwann auch ausbauen. Wie kann ich euch dienlich sein? Du hast hier einen Schatten vors Gesicht gezaubert und ein Level gekriegt. Die Reihenfolge ist jetzt, glaube ich, nicht so erheblich. List brauche ich nicht. Autorität ist eigentlich gut. Das ist alles Autorität. Das ist alles Autorität. Das ist auch wieder List. Das ist wieder Hingabe, das ist wieder gut. Das gibt einen Bonus auf Vergeltung, dann machen wir das doch. Ja. Gepriesen sei Kua. Wie kann ich euch helfen? Nee, bitte nicht upgraden. Oder graden wir ihn doch. Betten wir ihn doch auf. Ich weiß nicht. Krieger! Ich weiß nicht, in der Runde haben wir jetzt erstmal fast nur gegnerische. In der Runde haben wir jetzt erstmal fast nur gegnerische Agenten angegriffen, ne? Ja. Was? Die Getula wollen nicht Angriffspakt, können wir glaube ich machen. Darkin wurde vernichtet. Der Schwertschmied gewährt uns einen zusätzlichen Erfahrungsrang für Rekruten. Das könnte was Cooles für uns bringen. Bereit für den Einsatz. Als erstes, ach guck mal, da sind die Sassaniden. Die werden mir bestimmt gleich den Krieg erklären. Oder sie werden Thessaloniki angreifen. Was ich jetzt besser fände, persönlich. Okay, wir haben Agenten entdeckt. Unter unsere Agenten wurden entdeckt, ne? Kuridak hat das goldene Geschirr verloren. Krieger! Du warst nicht Kuridak. Krieger! Du warst Kuridak. Schade. Für die Götter. Für den Warte mal, und wo war das? In wessen Armee? War das bei dir? Aha, bei Attila war das. Okay. Für den Stamm! Oh, ich brauche so ultimativ viel Wachstum, ne? Für die vierte Armee, die ich noch aufstellen muss. Okay. Wir werden den Part an der Stelle mit einem historischen Exkurs beenden. Ich lese nochmal was vor, was mir ganz gut gefallen hat. Das passt nochmal zu dem Thema, wie sah denn jetzt die Machtausübung der Hunnen aus, über die Timo Stickler ja beschreibt. Und ich lese auch vor aus seinem Buch Die Hunnen, Verlag C.H. Beck, Wissen, Seite 77. Wo können wir denn am besten anfangen? Ich habe mir das, ich finde das eigentlich ganz, obwohl, Moment. Nee, wir machen es ein bisschen anders. Ich lese nochmal was vor zu Attilas Rolle als Heermeister. Das ist nämlich sehr interessant. Seite 70, also das gleiche Buch wie vorhin, Seite 70. Die Tatsache, dass Attila vom weströmischen Kaiser einen Heermeistertitel annahm und damit zumindest nominell in seine Dienste trat, ist in der Bedeutung nicht zu überschätzen. Zum ersten Mal waren auf diese Weise die Sphären der Hunnenherrschaft im Barbarikum und die des Imperium miteinander vermengt worden. Bisher hatten hunnische Herrscher peinlich genau darauf geachtet, dass genau dies nicht geschah. Ein Großteil der Verhandlungen mit den Emissären der römischen Kaiser, also den Gesandten, diente diesem Zweck.
Etwa wenn es darum ging, Überläufer ausgeliefert zu bekommen, Flüchtlinge zu bestrafen oder ganze Gentes unter die Botmäßigkeit der Hunnen zurückzuzwingen, ne? Also ganze Sippschaften zu unterwerfen. Jetzt war ein erster Schritt dazu getan, eine neue Seite in den beiderseitigen Beziehungen aufzuschlagen. Ob das für die Verantwortlichen im Weströmischen Reich allerdings ein Positivum war, muss angesichts der römischen Schwäche und der hunnischen Stärke bezweifelt werden. Zunächst hatte die Vereinbarung mit Ravenna augenscheinlich keine weiteren Folgen. Attila war fürs Erste saturiert worden und wandte sich wieder dem Oströmischen Reich zu. Wohl noch im Jahr 446 nach Christus ließ er wieder Drohungen hören, aus seiner Sicht durchaus begründet, denn Theodosius II. War seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Hunnen seit 2 Jahren nicht nachgekommen und Überläufer wurden schon lange nicht mehr ausgeliefert. Wie immer versuchte die römische Seite die Verhandlungen in die Länge zu ziehen. Zu vielfältig waren die militärischen Bedrohungen, denen sich Konstantinopel in dieser Zeit am Euphrat in Nordafrika, sogar im inneren Kleinasiens gegenübersah. Man wollte den Ausbruch eines offenen Krieges also so weit wie möglich in die Zukunft verschieben und scheute doch zugleich die Kosten, die eine momentane Befriedung der finanziellen Ansprüche der Hunnen bedeutet hätte. Also diese Taktik ist eigentlich sehr clever gewesen. Es muss Ostrom, also die müssen wirklich gute Diplomaten gehabt haben damals, denn es ist ihnen mehrfach gelungen, in Verhandlungen mit solchen Bedrohungen, wie zum Beispiel eben den Hunnen zu treten, die erfolgreich abzuschließen, also sich den Frieden zu erkaufen, aber dann jahrelang die Zahlungen in Silber oder Gold nicht zu leisten. Das muss auf jeden Fall eine Stärke der römischen Diplomaten gewesen sein, auch wenn es natürlich auf die lange Sicht eben nichts mehr gebracht hat, weil irgendwann war das Spiel natürlich durchschaut, ne? Attila muss sich der Motive, die sich hinter den Winkelzügen seiner oströmischen Verhandlungspartner verbargen, bewusst gewesen sein, denn er drohte ihnen, sollten sie weiterhin zögern oder zum Krieg rüsten, jetzt kommt ein Zitat von Priskos, so werde nicht einmal er selbst die skythischen Heerscharen zurückhalten können. Der Hunnenkönig war in seinem Prestige schwer erschüttert. Er musste seiner Kriegerkoalition gegenüber demonstrieren, dass er dazu imstande war, seinem Willen bei Theodosius II. Gehör zu verschaffen. Als Attila endgültig klar wurde, dass er auf dem Verhandlungswege nichts weiter erreichen würde, eröffnete er die Kampfhandlungen an der Donau. Erster Kristallisationspunkt der Aktionen war die Festung Ratiaria, Achtscha, glaube ich, ausgesprochen. Im Zuge der Kampagne des Jahres 447 nach Christus vermochte Attila den Verantwortlichen in Konstantinopel eindrucksvoll zu beweisen, dass es ein Fehler gewesen war, seine Wünsche ignoriert und seine Möglichkeiten, Zerstörungen anzurichten, unterschätzt zu haben. In einem beeindruckenden Siegeszug überwanden die Hunnen die ihnen entgegengestellten Hindernisse und drangen ins Innere der Balkanprovinzen vor. Zahlreiche befestigte Plätze wurden erobert, selbst in offener Feldschlacht am Fluss Utus, heutiges Witt. Noch in der Nähe der Donaugrenze gelang Attila ein eindrucksvoller Sieg, nämlich über den oströmischen Heermeister Arnegisklus, der dabei sogar sein Leben verlor. Glauben wir unseren Quellen, so drang Attila in diesem Sommer bis zu den Thermopylen in Griechenland und bis zu den Dardanellen in unmittelbarer Nähe Konstantinopels vor. Spätestens jetzt war die Zeit gekommen, da sich in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches die zum Waffenstillstand geneigten Kräfte gegen die Kriegsbefürworter durchzusetzen vermochten. Freilich waren die Friedensbedingungen, mit denen Attila den als Emissär zu diesem gesandten Heermeister Anatolius konfrontiert, hart. Die Friedensbedingungen waren hart. Es konnte nicht anders sein, nachdem die Römer ihn dermaßen herausgefordert und ihn zu so großen Opfern gezwungen hatten. Der sogenannte Anatoliusfrieden von 4047 nach Christus sah vor, 447 nach Christus, Leute, ich habe wieder einen Knoten in der Zunge, sah vor, dass die Tributrückstände, die sich seit dem letzten Friedensschluss vor 5 Jahren aufsummiert hatten, nun durch eine einmalige Pauschale von 6000 Pfund Gold, könnt ihr euch das vorstellen, abgegolten werden sollten. Für die Zukunft war vorgesehen, dass Attila 2100 Pfund Gold pro Jahr erhalten sollte. Das war das Dreifache der Summe, die 434 nach Christus vereinbart worden war. Aber man sieht auch einfach, wie unglaublich lange die Hunnen dafür arbeiten mussten, dieses Gold zu bekommen. Es geht ja auch so ein bisschen in dem Intro dieses Spiels hier verloren, ne? Also wer Gold hatte, bot es wagenweise an.
So war das eben nicht, sondern die Hunnen mussten hart für dieses ganze Gold kämpfen und arbeiten. Man sieht eben, dass genau das Gegenteil eigentlich der Fall war. Klar, wer Gold hatte, der tat so, als würde er es wagenweise anbieten, aber er rückte es nicht raus. Und an dieser Stelle beenden wir den Part und ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum, valete.